Auch wenn es den Anschein erweckt, dass wir hier in Metroid sind, bei Metroid Prime, doch die Tatsache ist anders. Wir sind hier in Pokémon Moon und damit begrüße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mond. Von Pokémon Mond. Wir sind hier in der Ultradimension. Ich bin der Boss von Team Sky. Ich habe vor nichts und niemanden Angst. Aber alles und jeder hat Panik vor mir. Und ich verrate euch jetzt mal was. Also sperrt die Lauscher auf. Ihr seid wirklich dämlich. Was sag ich jetzt nicht? Ich muss schon zum vierten Mal gegen den kämpfen. Das wäre jetzt einfach nur lame. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ihr hier überhaupt hergekommen seid. Aber dir, da ihr nun mal hier seid. Ich sag mir jetzt nicht, ich muss schon wieder gegen den kämpfen. Ich bin tatenlos in der fremden Welt, wimmelt es nur von diesen Ultrabestien. Ich habe versucht, mir eines von diesen Dingern zu schnappen. What the fuck? Es gibt ziemlich viele UB01. Aber ehe man sich versah, hat sie das Ding mich geschnappt. Was dann geschah, ist schwer zu erklären. Es war, als wäre mein Körper und mein Geist plötzlich erwacht. Als wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich bei Bewusstsein. Ich bekam Panik. Was ist denn hier los? Es war, als sei ich nicht mehr ich selbst. Dabei bin ich doch der Boss von Team Skull, der nichts und niemanden Angst hat. Mit Samantha ist das gleiche passiert. Sie ist inzwischen viel zu stark für uns. Für Samantha existiert nur noch ihre wunderschöne Ultrabestie. Worte reichen sie nicht. Gefühle prallen an ihr ab. Nichts dringt mehr in ihr hindurch. Ich werde trotzdem zu ihr gehen. Bitte sag mir jetzt nicht, ich muss schon wieder gegen Pomley kämpfen. Dreimal reich, also. Okay. Da schwebt doch eine Ultrabestie, aber wo ist sie? Da sind auf jeden Fall die Ultrabestien. Wo ist Samantha? Ach, da. Und sie hat sich tatsächlich eine Ultrabestie gekrallt. Ach ja, die Welt meiner Ultrabestien. Ist sie nicht einfach atemberaubend? Ziemlich klein. Die einzige, was es hier gibt, sind die Anego und meine Liebe zu ihnen. Es ist wie ein Traum. Ich glaube, ich befinde mich hier wahrscheinlich im wirklichen Paradies. Aber nein! Ihr Nervensägen müsst natürlich wieder alles kaputt machen. Wer von euch hat das Recht gegeben, diesen Ort mit eurer Anwesenheit zu zerstören? Bis ihr herkamt, gehört ihr diese wunderschöne Welt nur mir und den Anego? Nur dir und den Anego? Wovon redest du da? Pomli ist doch auch hier und auch hier. Das ist mir völlig egal. Ich habe die Nase voll von ihm. Ich habe es endlich geschafft, in dieser wunderschönen, wundervollen Welt zu kommen. Und er will mich dazu bringen, wieder in unsere Welt zurückzugehen? Davon will ich aber nichts hören. Ich habe keine Geduld mehr für sein närrisches Geschwätz.
Immer denkst du an dich. Das machst du immer so. So war das schon im Ätherparadies. Und hier jetzt auch wieder. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Warum sollte sich nicht alles um mich drehen? Ich will eben in einer Welt leben, die voll von dem ist, was ich liebe. Du magst mein eigen Fleisch und Blut sein. Du magst dich noch so sehr nach meiner Liebe und Anerkennung sehen. Aber selbst wenn du das seltenste Pokémon auf der Welt wärst, wenn du nicht die Schönheit bist, meiner Liebe würdig sein, bist du für mich einfach nur überflüssig. In meiner Welt ist nur Platz für Dinge, die ich liebe, die mir wichtig sind. Ich hab genug! Kinder? Kinder sind doch nicht das Eigentum ihrer Eltern! Und für Pokémon gilt das Gleiche. Ein Trainer kann nicht einfach frei über das Schicksal seiner Pokémon verfügen. Ich bin ein lebendiges Wesen. Und Cosmog ebenfalls. Kinder und Pokémon sind keine Gegenstände. Sie haben ihr eigenes Bewusstsein. Man kann sich nicht ihrer einfach entledigen, sobald sie einen einfach nicht mehr interessieren. Du bist einfach nur gefühlskalt und grausam. Ja, grausam bist du. Ach, grausam bin ich ja? Inwieweit sind Trainer da anders? Pokémon, die sie nicht brauchen können, werfen sie aus ihrem Team. Ganz wie es gerade in den Kram passt. Aber belassen wir es jetzt dabei. Dieses Gespräch führt zu nichts. Nur noch eines, Lili. Ich kann und will dir nicht vergeben, dass du mit Cosmog einfach davon bist. Als du noch klein warst, hättest du es nie gewagt, dich mir zu widersetzen. Damals konnte ich noch eine gewisse Schönheit in dir erkennen. Aber du hast dich verändert. Du lehnst dich gegen deine Mutter auf. Wie konntest du bloß so hässlich werden? Darin ist nur Flui schuld. Er hat dich verdorben. Wie falsch das einfach nur klingt. Ja, du, Flui. Und jetzt mag es auch noch in der Welt von mir und den Argonen aufzusagen. Es reicht. Argonen und ich werden dir eine Lektion erteilen. Was? Gegen 6 Argonen muss ich jetzt kämpfen, oder was? Cosmog? Bist du da? Hilf mir mal. Was ist das? Ist das ein Pokéball? Tatsächlich ist es ein Pokéball, ein besonderer neuer Pokéball. Und sie hat tatsächlich eines ihrer Ultra-Bestien gefangen. Und was geht jetzt ab? Hell. What? Was? Ätherparadies-Präsidentin Samantha. Ich musste jetzt tatsächlich gegen sie kämpfen. Und was haben die alle für ein komisches... Warum leuchten die alle komisch? Okay, Leute. Was? Level 50? Hui. Das ist ihr erstes Pokémon. Warum guckt das Pixie auch so komisch? Es guckt so, als wäre es in Trance.
Können jetzt alle ihre Pokémon eine Z-Attacke oder was? Guck mal, wie komisch das Pixie schaut. Als wäre es völlig in Trance und hat auch noch diese Aura um sich. Als könnte es eine Z-Attacke einsetzen. Flügelschlag, ja, das ist nicht gerade. Ja, es leckt jetzt gerade wieder ein bisschen, aber nur gut. Was willst du machen? Boah, aber wie Cementa einfach aussieht. Mondgeweiht! Ja, auch wenn es nicht sehr effektiv ist, es ist trotzdem immer noch Mondgeweiht. Es ist und bleibt Mondgeweiht. Eisenschädel und weg. Gut. 1-0. Level 48. Gut. Son Goku hat es knapp geschafft, aber es hat am Ende gereicht. Milotic. Milotic, Milotic, Milotic. Verballere ich meine Z-Attacke? Ein Milotic. Es ist immer noch Milotic, ne? Es ist und bleibt ein Milotic. Auch Milotic guckt so komisch. Und hat so eine komische Aura um sich. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber ich sag mal so, es macht mich nicht gerade glücklich. Auch das Milotic guckt, als wäre es in Trance. Ich habe keine Ahnung, was mit ihren Pokémon passiert ist. Aber es ist doch etwas verwirrend. Ich bin mir selber nicht sicher, ob wir gegen Cementa direkt kämpfen gleich. Ja, Milotic ist weg. War das sogar ein Crit? Ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, aber ich habe da was Gelbes aufblitzen sehen. Ah, Traummagie. Und ich habe keinen Knirscher. Vielleicht ist Cernat gut. Aber nun gut. Was willst du machen? Geist-Pokémon. Das gleiche in grün. Oder in lila, besser gesagt. Okay, schauen wir mal, was Biss macht. Leitteile, aua. Bitte nicht Leitteile. Oh, du Arschloch! Du Bastard, Mann! Oh, gut. Oh, critical Hit. Ein ganz wichtiger Crit. Oh, wieder der Arsch. Ah, was war der? Unlicht, ne? Unlicht kam. Ich glaube, Phobie hat da ziemlich gerissen, ne? Ist ja eigentlich ihr Main-Theme-Pokémon. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, sie hat ein neues Main-Theme-Pokémon. Soll ich Turmkick versuchen? Ich versuch's mal. Auch wenn wir... Ich treffe. Geil. Oh. Was? Und das sind so wenig ab? Und natürlich kann es auch Leitteile. Willst du mich verarschen? Ah, nicht. Alter, so wenig. Was hat denn das wie für Defense-Werte, bitte? Alter, wir haben einen guten... Ja, Alter, das kann nicht sein. Warum spammt die immer? Die spammt übelst ihren scheiß Leitteiler. So kriegt das Teil niemals down. Crit. Wichtig. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Da wird nämlich die Hälfte des Schadens, die wir jetzt machen, bekommt sie als KP zurück. Und die andere Hälfte bekommen wir dann als Schaden zugerechnet. Also der Schaden wird sozusagen auf ins, also wir sagen mal so, wir machen ja 20 KP Schaden. Dann bekomme ich 20 Damage und er bekommt 10 zurück. Gut, ich glaube, es ist zurückgeschreckt. Ey, das kann doch nicht sein! Wie oft denn noch? Irgendwie hat es jetzt mehr gemacht. Boah, Alter, hat die nicht was anderes? Kulle Augen und Leitteiler nur. Aber jedes ihrer Pokémon kann gefühlt Leitteiler. Alter, ich flipp gleich aus. Ich weiß, der Kampf zieht sich, aber ja. Müsste jetzt am Ende vorlieb nehmen. Weil ich werde jetzt bestimmt nicht wechseln.
Oh, wie viel AP? Ich guck gleich in Pokebiki nach. Wie viel scheiß AP diese scheiß Attacke hat. Ey! Ich fress einen Besen gleich. Kannst du auch mal bitte was anderes spammen? Außer dieser dreckige Leitteiler. Jetzt muss ich den Hyperdrang verballern. Wie nervtötend das einfach nur ist, ne? Sie scheint aber keinen Hyperdrang zu haben. Oder sie verwendet ihr Hyperdrang für ihr letztes Pokémon auf. Oder das ist natürlich top Genesung, kann natürlich auch sein. Ich verballer jetzt auf jeden Fall. Ja, genau. Und jetzt macht sie Bodycheck. Oh, gut, dass ich geheilt habe. Oh, ist klar. Ich könnte jetzt auf Turmkick gehen und es würde sie one-hitten. Treffe ich aber nicht, ist Phobie down. Also kein Risiko. Oh, down. Okay, es hat trotzdem gereicht mit Fußkick. So, Phobie Level 50. Guter Job. Hat zwar lange gedauert, aber Tod ist tot. Dresselia ist ihr letztes Pokémon, also nichts Besonderes. Flammenwurf. Gut, dass ich Flammenwurf beigebracht habe, ne? Stab, Arcani. Flammenwurf. Auch hier wieder das gleiche in grün. Guckt so ein bisschen, als wäre es in Trance und hat wieder diese Egelsamen. Ah. Ich sag mal so, Flammenwurf sollte eigentlich reichen. So gute Werte hat Rissel ja nun auch nicht. Nee. So ist es auch. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir gegen sie kämpfen müssen. Oder war es das? Wackel, wackel, wackel. Ah! Hä? Was passiert? Oh, oh! Hilf mir! Hilf mir, Lunala! Oh, oh. Mutter! Das ist wieder zurück in diesen komischen Pokémon. Mutter! Lilly. Wie seltsam. Du wirkst auf einmal alles andere als hässlich. Was passiert hier? Es lief doch gerade so gut. Oh ja, ja, die anderen Viecher sind natürlich nicht so happy. Sind das überhaupt wirklich Pokémon? Ich kann mir das teilweise gar nicht vorstellen. So viele Argonen. Oder Anego. Ich würde da gerade ein S ranhängen, aber Anego ist anscheinend. Oh, oh, Lunala. Ja, wir müssen hier verschwinden. Sie ist verschwunden. Sind wir jetzt auch verschwunden? Ja. Vielleicht sind wir zurück in der Gegenwart. Ja.
Lunala hat uns gerettet. Aber was ist... Okay, da also. Ich bin die Treppe raufgekommen, weil ich mir... Ich bin die Treppe raufgekommen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Und was bin ich da? Alles liegen in Pokémon. Ich glaube, ich werde beklappt. Und zu einem Ätzereslauch, das da sonst... das sonst irgendwo hinführt. Vielleicht zum nächsten KFC. Aber ich weiß auch nicht. Ich bin jedenfalls froh, euch unbeschadet anzutreffen. Habu. Ist Mutter... tot. Natürlich, ist es nicht, sie ist nicht tot. Hey, Großarm, mach dich mal nützlich und rein, Dame hier. Sie ist zwar unverletzt, aber äußerst geschwächt. Wir müssen sie jedenfalls schleunig um sie kümmern. Hä? Okay. Flui, du hast Lilly dabei geholfen, ihr Ziel zu erreichen. Gut gemacht. Du auch, Louis, Lilly. Pambros und ich warten unten auf dich. Komm einfach zu uns, wenn du soweit bist. Danke, Apu. Lunala. Eigentlich wollte ich dir helfen, wieder in deine Welt zurückzukommen. Stattdessen hast du mir geholfen. Wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel ich dir danken kann. Was hast du? Ich glaube, ich weiß, was du mir mitteilen möchtest. Du möchtest die Reise zusammen mit Flui und mir fortsetzen, stimmt's? Wusste ich's doch. Ich bin schließlich auch schon eine ganze Weile an deiner Seite. Du bist so etwas wie eine Familie für mich. Da weiß man eben, was der andere denkt. Ich muss sagen, es geht mir genauso. Alolas Inseln zu bereisen und dabei all diese Bekanntschaften zu machen, Professor Kokui und Professor Barnett, Inselkönig Halla und der dumme Tali. Und Flui, der ohne zu zögern eingeschritten ist, um dich zu retten. Als dich dieses Habitat angegriffen haben. Und war längst nicht alle. Ich weiß natürlich nicht, was das für eine Welt ist, die in der du bisher gelebt hast. Aber ich kann schon verstehen, dass du auch Alola, unsere Welt hier, kennenlernen möchtest. Halla hat es einmal so treffend gesagt. Neue Begegnungen und mit Pokémon und Menschen machen das Leben erst so richtig spannend. Doch, du kannst nicht mit mir auf Reisen gehen. Ich bin kein Trainer. Ich kann dir nicht das Abenteuer bieten, das du dir so gerne erleben möchtest. Und in Sachen Pokémon-Kämpfe kann ich dir auch nicht richtig helfen. Flui, darf ich dich um etwas bitten? Würdest du gegen meinen Freund eintreten und ihm in einem Pokéball ein Zuhause geben? Möchte diese Reise mit dir fortsetzen und so viel von Alola sehen wie irgend möglich. Gefährst du ihm diesen Wunsch?